Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo wir hier zuletzt hingekommen sind, aber ich bin froh. Sollten wir wirklich endlich aus der Kanalisation oder was auch immer das war, dieser Unterführung rausgekommen sein. Hier geht's aber anscheinend weiter, also gehen wir da mal durch. Aber ich befürchte, dass es jetzt hier wieder runter geht, ne? Bestimmt geht's jetzt hier wieder runter. Das ist überhaupt nicht gruselig. Nein. Nein. Kaputt. Was guckst du dir hier an? Den Schalter? Nee. Die Gesundheitsdrinks. Da sind Farbdosen in der Kiste. Sind wohl für die Wände gedacht. Ich brauche sie jedenfalls nicht. Aha. Ist ja schön, dass es hier durchgeht. Wo sind wir denn hier? Hier ist eine Dose mit Klebstoff, ist aber wohl nichts Besonderes. Ich meine, sie will doch einfach nur nach Hause. Was ist das hier? Unter der Treppe sind Zementsäcke oder so aufgestapelt. Ich habe keine große Lust, die rumzutragen. Außerdem könnte ich sie wohl sowieso nicht gebrauchen. Und die Musik hier, das ist alles voll. Niemals würde ich hier ganz alleine. Na gut, sie hat schon so viel durchgemacht. Hier geht's also hoch. Was ist denn mit der Tür? Kaputt. Ja, und da komme ich ja nicht durch. Was ist mit dem Fahrstuhl? Kein Strom. Der Aufzug wird nicht funktionieren. Eine Trittleiter. Die ist zu groß, um sie mitzunehmen. Ja, dann, ja. Wieso auch nicht? Pff, keine Ahnung, wo wir hier sind. Gehst du einfach mal nach oben. Was war das? Was war das? Hallo? Hallo, ich möchte hier nicht sein. Zweiter Stock, kaputt. Dritter Stock. Rauchen verboten. Warning. Die Decke der dritten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Die Tür ist fest zu. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Aha. Was ist das hier? Eine Werkzeugkiste, aber es ist nichts Nützliches drin. Es wird immer schlimmer. Wo geht's denn hier hin? Eine Leiter? Eine Trittleiter. Zu groß, um sie mitzunehmen. Der Boden der vierten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Fest zu, bewegt sich kein Millimeter. Schrecklicher Ort. Echt. Gerade weil es hier gerade so still ist und diese komischen Geräusche. Irgendwie, weiß ich nicht, ich fühl mich gerade auch so allein hier. Einfach nur so allein und verlassen. Und was macht sie hier? Und. Ja, nee, ist klar. Ein offenes Klo. Da ist eine Toilette. Ich dachte, das Gebäude wäre noch. Oh, die Geräusche. Ich dachte, das Gebäude wäre noch. Vielleicht sollte ich mal meine Tasse da wegtun. Gebäude wäre noch im Bau, aber die sieht benutzt aus. Heißt das, hier wohnt jetzt jemand? Ganz normales Waschbecken, nichts Besonderes dran. Ich habe Angst hier. Scheiße. Kein Strom? Wo guckst du hin? Zur Tür wahrscheinlich. Leere Bierdose, die fasse ich nicht an. Sind jetzt hier irgendwelche Typen? Kabeltrommel und Sackzement, die kann ich beide nicht gebrauchen. Gott. Will was sehen. Ich will was sehen. Was ist hier? Eine versiffte Matratze. Nein, ich will mich nicht da. Nein. Patronen. Massenweise leere Flaschen, Dosen sieht aus, hätte hier jemand gelebt.
Ey, kann froh sein, dass sie hier gerade nicht angegriffen wird. Nicht nur von Monstern, sondern, ja. Was könnte sonst wer hier leben? Einfach mal so überall rumgehen. Man weiß ja nie. Also in diesen Spielen weiß ich wirklich nie. So, na klar, man kann die auswendig spielen und kennen. Die Stellen dann vielleicht schon kennen, aber trotzdem ist es immer so, als könnte jeden Moment auch was Unvorhersehbares passieren. Kann ich hier über die Bretter? Ja. Da ist ein kleines Heim aus Kartons und alten Decken. War wohl ein Hausbesetzer. Mal, wenn das irgendwie so ein friedlicher Obdachloser wäre, okay, aber sonst muss sie jetzt wohl hier runter ins Loch, ne? Ah, schön. Dann lassen wir uns mal runterfallen. Achso, sie hat die Matratze erstmal nur runter und so. Ja, dann geh runter. Oh Gott. Heather? Machst du dir eigentlich auch Gedanken? Das ist die Matratze, die ich vorher runtergeworfen habe. Die brauche ich nicht mehr. Was macht sie überhaupt hier? Warum ist sie hier? Ich schaue mich halt nur immer ganz genau um, dass ich nichts übersehe, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Da ist der Schutt von der kaputten Decke. Könnte gefährlich sein, wenn ich nicht aufpasse. Ich glaube, das hat sich dann schon erledigt hier, ne? Aber da ist eine Tür. Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwie da durchs Loch. Ich kann durchs Loch. Warum kann ich durchs Loch? Okay. Ach, da war aber ein Gitter, habe ich gerade gesehen. Oh! Wo kommt denn Fetti her? Nein! Nein! Scheiße, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein! Die tun mir. Nein, geht weg! Hier, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Geh genau, geh da durch. Gott. Was macht sie da bloß? Wo bin ich? Ein Schaufensterpuppenkatalog. Das ist wohl die Rezeption einer Schaufensterpuppenfirma. Warum ist denn hier auf einmal alles so ordentlich? Und, naja, halt, wahrscheinlich schon die fertigen Gebäude oder so. Der Tisch ist mit Papieren übersät. Ich sehe aber nichts, was mir nützlich sein könnte. Ist eine Thermoskanne. Sie ist leer. Die nimmst du aber nicht mit? Gut, dann gehen wir hier mal durch. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Hoffentlich finden wir noch irgendwann eine Karte. Kannst du da durch? Ist das eine Tür? Was ist das hier alles? Kaputt. Kaputt. Aha. Was ist hier mit diesem Schalter? Nix. Oh, offen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Warte mal, ich gehe noch mal vorher. Ja, da ist auf jeden Fall was, aber dann bleibe ich noch mal hier auf dem Gang. Okay. Laufe ich jetzt gerade im Kreis? Oder ist das hier eine andere Tür? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, ne? Ja, okay. Scheiße. Mist. Da bin ich reingegangen. Okay, dann muss ich hier weiter. Hier war ich noch nicht. Offen. Aha. Hallo. Nein. Ich habe Angst hier.
Das ist die einzige Schaufensterpuppe mit einem Kopf. Die Kopflosen wirken irgendwie unheimlich. Als ob sie mich noch sehen könnten oder so, Igitt. Ich hasse diese Räume. Hier ist eine Schaufensterpuppe ohne Kopf und Beine. Ist nur ein lebloses Objekt, aber ich bin trotzdem etwas nervös. Ängstlich, vielleicht. Vielleicht? Gar keine Frage. Oh. Patronen. Schrotpatronen. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, schrecklich. Oh mein Gott. Das ist Blut. Da war doch mal was dazu. Oh Gott, bloß raus hier. Heftig. Kranker Scheiß. Okay, jetzt muss ich aber da durch diese eine Tür. Oh, es vibriert so. Warum? Aber ihr geht's doch gut. Ich habe Angst hier. So, ich muss jetzt mal eben neu laden. Ja, man weiß ja nie. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt. Ich gehe nach links. Oh! Oh! Scheiße! Dreh dich um. Schnell, mach die Hunde platt. Oh, jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Kacke. Ich brauche eine Karte. Ich komme hier nicht klar. Oh, geh da durch. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Noch mehr Gänge, noch mehr Türen, noch mehr Flure. Ich... Was? Bin ich jetzt woanders oder... Ja, hier war ich noch nicht. Viele Papiere, aber alle nicht wichtig für mich. Oder kann man speichern? Der Tisch ist chaotisch. Nichts drauf, an dem ich interessiert wäre. Aha. Hier ist aber was? Ach, so eine Karte. Wo sind wir denn? Ich habe eine Karte des Bürogebäudes. Also wir sind im Bürogebäude. Was auch immer wir überhaupt machen. Und dann kann sie natürlich speichern, aber hier ist noch mehr. Interessantes. Eine Schublade. Die Schublade ist in einen kleinen Spalt weit offen. Sie muss eingerostet sein oder so. Ich bekomme sie nicht weiter auf. Mhm. Der Tisch ist chaotisch. Nichts drauf, dem ich interessiert wäre. Echt nicht? Also nur die Schublade, ja? Mhm. Also man muss sich direkt hier vorstellen. Haben wir denn irgendwas? Ich glaube aber nicht. Müssen wir bestimmt noch finden. Hm. Ich leg mal hier, weil wir ja sowieso hier nicht rennen, sondern eher langsam sind, diese Weste an. Vielleicht schützt die mich ja mal ein bisschen. Ja, und sonst weiß ich auch nicht. Vielleicht auch mal die Pistole eher nehmen. Nehme ich mal die. Bisschen schneller, obwohl das gerade echt gut war, dass sie die Schrotflinte hatte, aber ich will auch ein bisschen Munition sparen. Oh, auf einmal kommen einem da diese Hunde entgegengerannt. Voll gemein. So. Das finde ich super, gespeichert zu haben. Hoffentlich habe ich hier nichts übersehen. Ja, gut. Weil da liegen halt voll die Fotos und so. Ich würde halt gern wissen, was das hier alles ist. Hm. Aber es ist nur die Schublade irgendwie, die wichtig ist für sie. Hm. Schade. Na gut. Kaputt. Offen. Offen. Oh nein. Oh, das wird ja immer schlimmer hier. Nichts Interessantes. Oh Gott. Ersthilfekasten, Ampulle. Was ist das hier? Soll ich die jetzt alle aufmachen? Oh Gott. Ich habe immer so Angst vor den Geräuschen auch. Das ist das Schlimme. Nur ein Kalender. Sieht nicht... Ja, nichts Interessantes und so. Nichts Interessantes.
Kann man hier noch weiter lang? Hier sind einige Magazine, aber alle unwichtig. Einiges habe ich schon gelesen und das andere interessiert mich nicht. Aha. Okay, ich wieder raus. Dann war es das hier, glaube ich, ne? Ja, da ist diese Schublade, die hat sie jetzt gekennzeichnet. Das ist aber ein unübersichtlicher Plan, finde ich jetzt mal so. Gut, dann gehe ich wieder. Was? Warte mal, habe ich die ganz geradeaus? Ganz geradeaus habe ich noch nicht ausprobiert. Aha, da kann ich auch durch. Jetzt stirb doch endlich mal. Okay, Moment mal. Die sind ja alle abgelenkt, ne? Da ist so ein Dicker. Den Hund. Kann ich den Hund nicht erschlagen? Ja, mach ihn doch tot. Oh. Töte ihn. Geht doch. Ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig hier gewesen, aber... Was mit dem Dicken da hinten? Ist das wichtig hier, dass ich den töte? Oder soll ich den da jetzt einfach liegen lassen, oder... Weiß ich nicht. Ist hier irgendwas, was ich brauche? Werbeplakat für ein Tanzstudio. Oh ja, wichtig. Weiß nicht. Hat der Dicke irgendwas, was ich brauche? Das kann ich doch hier einfach... Ist das hier ein Raum, wo ich durch kann? Nee. Da ist auch irgendwie gar nichts. Ja, das war wohl mal ein Tanzstudio. Dann lassen wir den Fetti mal. Ja, der bleibt da drinne. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Da waren wir auch noch nicht. Oh, kaputt. Na, was für ein Glück. Wo geht's jetzt hin? Ja, einfach mal so rechts rum. Hallo? Drück auf die Taste, aber der Aufzug kommt nicht. Ob er kaputt ist? Ach ja, vielleicht. Die Tür ist fest zu, sie bewegt sich keinen Millimeter. Die Aufzugtür ist ein wenig geöffnet. Der Spalt ist aber zu eng, um nützlich zu sein. Aha. Ich glaube, das bedeutet da auch noch was. Aber, ja. Und die Exit-Tür? Ja, habe ich da denn jetzt alles schon abgeklappert gehabt? Weil da war ich ja auch schon. Dann, genau, weil da hinten bin ich durch das Fenster gekommen. Dann habe ich ja eigentlich alles... Nee, die eine Tür habe ich noch nicht. Eine Tür habe ich noch nicht. Dann muss ich noch einmal zurück. Wo muss ich dafür hin? Nach links und dann, ja. Die da... War das die? Ja, jetzt habe ich alle. Okay. Silent Hill, ne? Immer für Schockmomente gut. So, jetzt geht's wieder nach oben oder nach unten oder wo lang? Bin verwirrt. Gut. Aha. Hier war ich jetzt noch nicht, oder? Nee, hier war ich jetzt noch nicht. Gallery of Fine Arts. Waterglass.
Wo waren wir dann gerade eben? Wahrscheinlich in diesem Tanzdings, ne? Genau, Monikas Dance Studio. Das ist ja schön. Ja, dann schauen wir uns mal um. So einer. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr, wenn ich das schon höre wieder. Nein, ich bin dran. Oh, jetzt mach doch mal, Heather. Das wird nichts. Warte mal, ich brauche eine Pistole. Oder sowas in der Art. Da kommt ja schon der nächste. Haben wir es dann? Viel Munition verbraucht. Kaputt. Ich glaube, ihr geht es nicht so gut. Aber es geht eigentlich noch. Also, finde ich. Es geht eigentlich noch. Ist nicht super gut. Ist aber auch nicht total schlimm. Mal so hier um die Ecke gucken. Oh, auch offen. Ja, wieso ist die neue Laden auch so ist schon? Das hätte doch. Okay, er versinkt. Oh Gott. Dann dieses Pochen hier noch. Boah. Ihre Fantasie, was ist mit ihrer Fantasie los? Ganz ehrlich. Oh Gott, das hat bestimmt mir einen Schlag versetzt. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen mehr so, was auch immer das heißt. Wollen wir mal so eine Ampulle nehmen? Ich nehme mal so eine Ampulle. Jetzt geht's ja auch wieder gut. Ja. Die Schrotflinte ist mein Freund. Kriege ich mal eine Belohnung dafür? Hallo? Kann man ja wohl wenigstens mal was machen. Scheiße. Mano, so ein gemeiner Kram. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann.